Willkommen zurück, liebe Forge of Empires-Freunde, und willkommen zum zweiten Teil meines Forge of Empires GVG-Tutorials. Bei dieser Folge soll es darum gehen, um das Thema, welche Symbole es beim Angriff auf eine andere Gilde gibt. Ihr seht hier die Alle-Zeitalter-Karte. Ich habe sie in einem Video geöffnet und ich werde euch viele Teile dieser Erklärung, wo ich die Symbole erkläre, aus diesem Video erklären, weil es für mich einfach nicht einfach ist, irgendwo eine Belagerungsarmee zu stellen, weil es halt auch immer mit Kosten aus der Gildenkasse verbunden würde. Und ich möchte nicht sinnlos Sektoren belagern und vielleicht auch irgendwelche diplomatischen Konsequenzen dadurch heraufbeschwören. So. Deshalb nehme ich einfach was aus einer Aufnahme und zeige euch diesen Sektor. Wir sind dabei, diesen Sektor anzugreifen und müssen dafür bestimmte Sachen tun. Zunächst müssen wir eine Belagerungsarmee setzen und ihr werdet gleich sehen, dass dieser bisher ohne Symbol versehene Sektor ein Symbol bekommt. Und zwar diesen grünen Kreis mit gekreuzten Schwertern. Das bedeutet, auf diesem Sektor ist jetzt eine Belagerungsarmee gesetzt worden durch unsere Gilde. Und erst nachdem eine Belagerungsarmee gesetzt wurde, darüber werde ich in einer späteren Folge nochmal genauer reden, kann eben auch ein Angriff durchgeführt werden. Und es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten, wie diese gekreuzten Schwerter da wieder verschwinden können. Eigentlich sogar drei. Und zwar entweder die Belagerungsarmee wird zerstört durch den Gegner. Eine Belagerungsarmee besteht halt aus einer gewissen Anzahl an Kämpfen, immer 10 eigentlich. Und wenn die gegnerische Gilde 10 Kämpfe gewonnen hat, also den Sektor verteidigt hat, fliegt dieses Schild da wieder runter. Und man muss es entweder neu stellen. Also diese gekreuzten Schwerter fliegen wieder runter oder man muss diese Belagerungsarmee entweder wieder neu stellen oder lässt es erstmal sein. Eine andere Möglichkeit ist, man kann als Gilde diese Belagerungsarmee selbst wieder löschen, wenn es ein Versehen war, zum Beispiel dort eine Belagerung zu setzen. Und die dritte Variante ist, man nimmt den Sektor ein. Dann erscheint allerdings ein anderes Symbol. Dazu komme ich aber später noch. So, ich werde jetzt auf Play drücken und dann werdet ihr weitere Symbole sehen. Also ich kämpfe hier auch nebenbei, das ist ja nicht nur eine Aufnahme, sondern während eines richtigen Kampfes aufgenommen. Und ihr seht jetzt hier weitere Symbole. Und zwar hochfliegende grüne Schilde und hochfliegende gekreuzte rote Schwerter. Die grünen Schilde sind jeweils ein erfolgreicher Kampf meiner Gilde, um diesen Sektor einzunehmen. Die gekreuzten Schwerter können mehrere Dinge sein. Das wissen auch viele nicht. Und deswegen mache ich auch dieses detaillierte Video. Auch über so ein scheinbar sehr, sehr simples, kleines Thema. Und zwar entweder die Gilde, die angegriffen wird, verteidigt sich. Das ist hier in diesem Fall die einzige Option, warum da gekreuzte rote Schwerter sind. Also die Gilde, die wir hier angreifen, die verteidigt sich in diesem Moment. Aber es gibt eben auch noch mehr Optionen. Wenn jetzt hier beispielsweise eine andere benachbarte Gilde existieren sollte, die nicht die verteidigende Gilde ist, kann die eben auch diese Belagerungsarmee angreifen. Und das würde hier gleichermaßen als rote gekreuzte Schwerter dargestellt werden. Und sollte dieser Angriff am Rand, an einem Strandsektor, Erklärung davon habe ich ja in der letzten Folge gegeben, stattfinden, kann es auch jede beliebige andere Gilde machen, die nicht in diesem Zeitalter vertreten ist. Also jede beliebige andere Gilde kann auf eine Belagerung draufschlagen und dadurch eine Belagerung verhindern oder eine Belagerungsarmee zerstören.
Wie gesagt, das ist nicht, also der Angriff findet nicht auf einem Strandsektor statt, wie diesem hier oder irgendwelchen anderen von diesen gelblich unterlegten, sondern auf einem, ja, Kontinentalsektor. Und es gibt auch keine dritte Gilde hier, die da auch noch mit eingreifen könnte. Deswegen gibt es eben nur die Option, dass sich diese Gilde hier verteidigt und versucht, diese Belagerungsarmee zu zerstören. Und ich spiele es jetzt mal weiter ab. In diesem Fall seht ihr dieses grüne Symbol mit den gekreuzten Schwertern ist wieder runtergefallen. Und das ist jetzt passiert, weil die Belagerungsarmee zerstört wurde. Also die gegnerische Gilde hier hat 10-mal auf den Sektor draufhauen können und dadurch die Belagerungsarmee zerstört. Das ist jetzt an uns quasi, wenn wir diesen Sektor einnehmen wollen, wieder eine neue Belagerungsarmee draufzusetzen, um damit fortzufahren. Und genau das machen wir auch. Es sind halt wirklich einige, die hier mitkämpfen, deswegen geht es auch relativ schnell und deswegen klettern da halt auch sehr, sehr viele Schilde nach oben. Und die Punktzahl, sozusagen die Lebenspunkte des Sektors, die schwinden auch Stück für Stück. Die Anzahl der Verteidigungsarmeen, die in diesem Sektor stehen. So, und jetzt ist dieser Sektor eingenommen. Dieses Symbol hat sich also geändert. Das ist jetzt kein grüner Kreis mehr mit gekreuzten Schwertern, sondern ein grüner Kreis mit einem Schild drin. Und der grüne Kreis mit dem Schild drin bedeutet, dass der Angriff erfolgreich zu Ende geführt wurde durch die eigene Gilde und der Sektor nun eingenommen ist. Und das Schild bedeutet, dass dieser Sektor für die nächste Zeit bis zur nächsten Abrechnung geschützt ist. Das heißt, da kann nichts mehr drauf passieren, da ist ein Schild, da kann niemand mehr angreifen. Die nächste Abrechnung ist jetzt hier in 23 Stunden und 47 Minuten. Man sieht also, es ist jetzt hier, naja, ungefähr 13 nach 8, weil die Abrechnung ja immer um 20 Uhr stattfindet. Und für den nächsten Tag ist eben dieser Sektor geschützt. Dieses Schild bleibt darauf bestehen, wie gesagt, bis zur Abrechnung. Oder es gibt noch die andere Option, man gibt diesen Sektor frei. Also das kann ich euch mal kurz zeigen. Ich gehe mal rüber in Forge of Empires. Öffne mal eine beliebige Karte und da gibt es hier die Option. Ups. Freiheit gewählen. Und wenn ich das jetzt machen würde, würde dieser Sektor weiß werden und das Schild würde runterfallen. Und dann könnte der Sektor auch wieder angegriffen werden. Was ich euch noch zeigen wollte, ist, wie man eine bestimmte Art von Angriff erkennen kann oder eine bestimmte Art, ja, von Verteidigung in diesem Fall erkennen kann. Ich meinte ja, es gibt diese roten fliegenden Schwerter und man weiß nicht genau, wer hat jetzt hier eigentlich draufgehauen und wer hat hier verteidigt. Ja. Aber es gibt immer auch, können wir gleich mal hier öffnen, ein Kampflog. Und dieses Kampflog, das zeigt die letzten Aktionen. In dem Fall hat uns hier eine gegnerische Gilde angegriffen, aber ich muss mal gucken, ob ich vielleicht den anderen Fall finde, wo, ja, genau, das hier ist so ein Fall. Hier haben wir am Abend diesen Sektor eingenommen. 58,27 und diese Einnahme wurde halt von den Silberrücken versucht abzuwehren, indem sie unsere Belagerungsarmee hier auf diesem Sektor angegriffen haben. Und man sieht es hier in dem Kampflog, in dem Ereignisprotokoll
unter dem roten Schild. Also rote Schild sind immer die gegnerischen Aktionen, das grüne Schild sind die eigenen Aktionen, dass diese Belagerungsarmee angeschlagen wurde. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mal. 7 von 10 Mal, also beim 10. Mal wäre die zerstört worden, wurde aber nicht 10 Mal angeschlagen, sodass wir mit einer Belagerungsarmee quasi diesen Sektor erobern konnten. Wäre jetzt zum Beispiel diese andere Gilde hier oben, Sir Francis Drake, im Kampf mit beteiligt gewesen oder hier unten Baywatch im Kampf mit beteiligt gewesen, dann würden diese hier eben auch im Kampflog auftauchen. Also man würde dann nämlich eben nicht nur die Silberrücken sehen als Angreifer, sondern eben auch Baywatch oder Sir Francis Drake. Eine andere Gilde hat hier nicht die Möglichkeit einzugreifen, weil das eben nur die benachbarten Gilden tun können, die eine Belagerungsarmee angreifen können. Oder eben bei Strandsektoren eben alle Gilden, die nicht auf der Karte vertreten sind. Aber das ist ja kein Strandsektor. Ich kann ja nochmal gucken, vielleicht in der Zukunft, vielleicht sehen wir da einen Strandsektor. Ne, da sehe ich keine wirklichen Aktivitäten. Ne, da auch nicht. Haben wir noch irgendwo einen Strandsektor, wo man das gucken könnte? Im Asa natürlich, aber. Aber da ist so viel passiert, da findet man das nicht mehr im Ereignisprotokoll. Wenn man von einer dritten Gilde angegriffen werden würde, die nicht vertreten ist auf der Karte, dann würde das so aussehen, dass in diesem Log, ich glaube, hier ein graues Symbol kommt und hier als Urheber dann unbekannte Gilde steht. Man kann quasi bei einem Strandsektor, wenn eine dritte Gilde, die nicht auf der Karte vertreten ist, die Belagerungsarmee angreift, um sie zu zerstören, nicht sehen, um welche Gilde es sich handelt. Man kann erst sehen, um welche Gilde es sich handelt, sofern sie auch Sektoren auf der Karte hat. Ja, und in dieser anderen Ansicht sehen wir, dass zum Beispiel von uns die Belagerungsarmee platziert wurde und dass wir die Verteidigungsarmeen geschlagen haben. Und dann gibt es hier eben immer noch diesen dritten Reiter. Also die Reiter heißen hier einmal Feind, Gilde und alle. Und unter alle findet man irgendwie nur so mit die wichtigsten Aktionen. Also das Setzen der Belagerungsarmee und das Erobern des Sektors hier in dem Fall. Und das weiß ich gar nicht genau, warum das jetzt hier mit drin steht. Mir scheint so mit die wichtigsten Aktionen zu sein, die jetzt hier nochmal zusammengefasst werden, unter alle. Und ja, hier gibt es immer so die letzten 20 Aktionen, die man so ungefähr sehen kann. Sogar ein bisschen weniger. Ja, jetzt muss ich mal überlegen, habe ich jetzt alles schon erklärt? Ich denke fast. Ja. Und dann soll es für diese Episode das auch schon wieder gewesen sein. Und dann danke ich euch fürs Zuhören und werde bald eine weitere Episode machen, die sich wahrscheinlich ein bisschen kürzer gestaltet, und zwar die Symbole bei der Verteidigung von Sektoren. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, macht gerne einen Daumen nach oben, und wenn ihr auch die weiteren Folgen nicht verpassen wollt zum Thema GVG-Tutorial, dann abonniert auch gerne den Kanal. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao!